So, meine Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Randales beschissenen Monday. Wir haben es geschafft, in der letzten Folge durch die Polizeiabsperrung durchzukommen, beziehungsweise erstmal in dieses Haus, noch nicht in die Wohnung von Matt, aber wir haben es geschafft, ins Haus hineinzukommen, was natürlich ein sehr, sehr großer Fortschritt ist. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob wir auf Matt treffen, was für Untaten er wohl gemacht haben könnte. Ich gehe mal davon aus, das wird seine Wohnung sein. Lass uns rein. Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Natürlich nicht, nein. Okay. Wir gehen einfach mal so rein. Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Das Mix ist aufgeräumt bei Ihnen. Randall, da bist du ja. Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Er ist bei den Cops in der Küche. Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Er hat's diesmal wirklich verbockt. Für einen Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Okay. Es ist noch schlimmer als damals 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat. Hört sich schon mal sehr gut an. Willst du dir mit sagen, das hier ist noch größer als damals, als er das größte Kotzomolett der Welt gemacht hat? Er hat es also wirklich getan. Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in seine Kylomatik 9000 gesteckt. Ist es noch schlimmer als damals, 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat? Absolut. Echt? Vergiss nicht, dass einer der Affen die Typen von der Küstenwache gebissen hat und die dann alle Röteln bekommen haben. Wenigstens sah es aus wie Röteln. Randall, dieses Mal hat Matt es wirklich geschafft, dass ich unsere Beziehung ernsthaft in Frage stelle. Egal, ich nehme dich. Willst du dir mit sagen, dass sie es noch... Okay, das ist, Er hat's also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in seinen Kylomatik 9000 gesteckt? Warte mal, gesteckt? Da fällt mir ein. Ich habe dauernd diese Albträume. Wenn ich nicht den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht, ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Aber warum? Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinen-Zukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knüpfen. Und ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch, ich habe das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ich muss über eine Menge nachdenken. Okay. Könntest du mir eine Pizza bestellen, während ich dann... Möchtest du vielleicht ein Teleskop-Entenbügel... Ah, genau. Bist du okay? Möchtest du vielleicht ein Teleskop-Entenbügel? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Matt braucht einen Freund und was ist mit dir? Okay, lass uns mal die Wohnung abchecken. Poster. Das gehört Matt. Das bleibt hier. Aber wenigstens die Buse sauber, ne? Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Nein, ist das so? Nur frage ich mich, was hat hier so ein Waschbeckenschalenbumsen-Dings? Ach, das ist eine Denkst du, das ist so ein Schlüssel, Schlüsselschüssel? Da schmeißen die in Amerika ihre Schlüssel mal rein. So exklusiv sind... Okay. Das sieht nach Star Wars aus. So exklusiv sind die nun auch wieder nicht. Nee, Shaun of the Dead oder Dawn of the Dead? Das ist Dawn of the Dead, ne? So exklusiv sind die nun auch wieder nicht. Güte, wenn du mir das immer dasselbe sagen musst, dann glaube ich, wird das denn doch ziemlich... Ja, der hat Marshmallow, Mann. Okay. Küche. Gehen wir mal rein. Was geht hier verfickt nochmal vor? Alter, wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Ingo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Ich bin Poolboy. Man nennt mich einfach Randall. Ich finde Hulk zwar besser, aber naja, okay, das ist nicht cool. Man nennt mich einfach Randall. Ich finde Hulk zwar besser, aber naja. Schau an, wen haben wir da? Einen Vollidioten, der sich für clever hält? Findest du dich etwa witzig? Jupp, ich bin wieder der Zauberer des Lachens. Naja, nicht so lustig, wie ein Sportlehrer eine Karriere endet, vielleicht erleiden muss, aber ich habe dein Leben trotzdem lieber... Okay, machen wir das. Naja, nicht so lustig wie ein Sportler eine karrierebeendende Verletzung erleiden zu sehen, aber ich sehe das Leben trotzdem lieber von der Sonnenseite. Hakuna Matata, mein Freund. Hakuna Matata.
Schätze, Officer Murray hat dich hergeschickt, weil er dachte, du könntest eine Hilfe sein. Jetzt pass mal auf. Nur weil du irgendwie um diesen inkompetenten Barbecue-Liebhaber rumgewieselt bist, heißt das nicht, dass du dasselbe mit mir machen kannst. Du wirst meine Fragen beantworten, oder ich breche dir die Nase und sag einfach, du wurdest tätlich. Und ja, ich bin einer von diesen Cops. Echt, von diesen Cops? Kommen Sie, Sergeant Kramer. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß, Ned. Fotos und Fingerabdrücke. Ich kümmere mich um diesen Punk. Und er wundert sich, wieso wir ihn nie anrufen, wenn alle was trinken gehen. Fick dich, Ned. Als wenn ich Bock auf eure scheiß Mädchenpartys hätte, wo ihr Duftkerzen aus dem Bodyshop anmacht und euch gegenseitig die Intimzone entart, während ihr rumkichert und euch gegenseitig eure intimsten Geheimnisse anvertraut. Was? Oh, jetzt versuchen Sie also der Spaßvogel zu sein, aber ich schätze, das Ding im Ofen ist die Leiche meines Freundes. Und trotzdem ist das, was ich gerade viel verstörender finde, die Tatsache, dass Sie so viel darüber wissen, was auf Pyjama-Partys abgeht. Hör genau zu, du Made. Du erzählst mir jetzt besser, wer du bist und was du hier machst. Oder du verbringst die Nacht in einer Zelle, wo du den schönen neuen Namen Susan bekommst. Deine Entscheidung. Susan ist aber ein doofer Name. Ich bin Randall Hicks und das hier ist die Bude von meinem besten Freund. Ich bin hier, weil seine Freundin mich angerufen hat. Meine Lieblingsfarbe ist orange, ich mag Frühlingsrollen und Regentage. Ich hasse Erbsen und Filme, die andere Filme kopieren. Und wenn ich eine Schildkröte finde, die auf dem Rücken in der Wüste liegt, würde ich sie wahrscheinlich essen, weil ich sicher hungrig vom vielen Wandern durch die Dünen bin. Zufrieden? Check deinen Voltkampf, Kumpel. Ist alles wahr? Sie sind also Matt Griffins bester Freund, Mr. Hicks. Ist das Ihre endgültige Antwort? Ich frage nur, weil Mr. Griffin Sie in seinem Abschiedsbrief erwähnt hat. Oh. Damit ist es also offiziell? Die Leiche da ist Matt? Seine Freundin hat die Leiche identifiziert. Sally? Aber sie hat mich doch angerufen. Ich habe doch mit ihr geredet und sie hat nie was von Tod gesagt. Das Mädchen ist ziemlich durch den Wind. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass ihr Freund tot ist. Das nennt man auch die Phase des Leugnens. Das weiß ich selber, Ned. Ist trotzdem das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mädchen die Leiche ihres Freundes anschreit und ihm sagt, er soll die Sauerei selber wegmachen. Wenn ihr zwei mit Plaudern fertig seid, mach ich mal weiter mit der Befragung des Verdächtigen. Oh, wow, wow, Verdächtiger? Verdächtiger? Sie sagten doch gerade, es gab einen Abschiedsbrief. Ja, den gibt es. Aber um ehrlich zu sein, stehen Sie da in keinem guten Licht, Mr. Hicks. Ah. Was genau steht denn drin? Sie würden wohl echt gern wissen, was Ihr bester Freund da über Sie geschrieben hat. Ja? Was? Einfach um zu wissen, ob es Sie belastet oder nicht, hm? Hören Sie, Kumpel, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich war den ganzen Tag auf Arbeit. Und womit verdienen Sie Ihr Geld, Kumpel? Ich bin Kurier für Amazon Express. Wobei... Das kam jetzt etwas zögerlich, Söhnchen. Wird Amazon dein Alibi denn bestätigen? Ehrlich gesagt wurde ich heute Morgen gefeuert. Er hat mich halt rausgeworfen, aber das hatte hiermit nichts zu tun. Na sowas. Aus der Traum von den schönen Lederstiefeln, was? Mit den Fransen und Nieten. Was? Hey, woher wissen Sie das? Na los, Schätzchen, raus damit. Was hast du getan, nachdem er dich gefeuert hat? Ich hab versucht, einen neuen Job zu finden. Ach ja? Wo? Naja. Bei Mel. Ich hab's bei den Marines versucht. Ich hab mich gleich mit den Augen gesammelt. Ich wollte mit Rettungsschwimmer werden, so wie Baywatch. Ich küsse da aber zu weit weg. Ich habe selber schon versucht, alle in Sexshops. Okay, das ist cool. Ich hab selber schon versucht, das in all den Sexshops, die ich so besuche, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Interessant. Damit hätten wir Verdächtiger und Perverser. Warum? Weil ich in Sexshops gehe? Hören Sie, Officer, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was in Sexshops verkauft wird, aber ich helfe Ihnen mal. Wenn Sie Ihre Ehe auffrischen wollen, kaufen Sie Ihrer Frau ein Septamatic 9000. Und wenn Sie Single sind, besorgen Sie sich eine Gummipuppe. Sie sehen aus, als könnten Sie mindestens eins von beidem gebrauchen. Oh, sieh an, das Kätzchen zeigt Ihre Krallen. Spiel nicht mit dem Feuer, Blödmann, sonst könnte es dich verbrennen. Ich habe Ihre Drohung satt. Sie wollen mich einsperren? Dann los, versuchen Sie es, Sie Bastard. Hör zu, Columbo. Mir reicht's mit dir. Warum du den Kanal rausgekommen? Okay, tut mir leid, aber nee, das ist gut. Columbo finde ich geil. Ja, Sir. Tut mir leid. Schon besser, Kätzchen. Ja, komm schon, was soll das denn? Guck mal, Murray. Glaubst du, ich bin dein Liebhaber oder was? Was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Hat schon gar keine süßen Sachen. Lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Aber echt, hey. Ladies, bitte. Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest?
Wir sind Brieffreunde. Okay, er hat sie mir gegeben und so. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Wir sind Brieftaschenfreunde. Sie wissen schon, er hat meine, ich habe seine. Wieso hat er dann deine nicht? Hat er nicht? Dann hat er mich all die Jahre betrogen. Das ist mit Abstand das Dümmste, was du heute gesagt Nein, hast. Nein, das glaube ich nicht. Naja, also, dann hätten sie einfach früher mit mir rumhängen sollen. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Komisch. Officer Murray hat mir gerade erzählt, es sei kein Geld drin. Das habe ich in meinem Apartment. Da ist es sicherer. Ich bin sowas wie seine persönliche Bank. Oh, dann müsstet ihr zwei ja sehr gute Freunde gewesen sein. Ich würde dir nicht einen einzigen Penny anvertrauen. Aber Idioten haben wohl eine gemeinsame Wellenlänge. Hey, jetzt reicht's langsam. Wenn Sie sich besser einen runterholen können, wenn Sie mich Susan nennen, ist das eine Sache. Dass Sie mit mir reden, als sei ich schwachsinnig, damit kann ich umgehen. Aber mein Freund ist noch in dem verdammten Ofen, also zeigen Sie etwas mehr Respekt. Warten Sie wenigstens, bis eine Leiche aufhört zu qualmen, Herr Gott. Oh, tut mir so leid, wenn ich das Andenken an deine Freundin entehrt habe, meine liebe Susan. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid. So gelassen wie deine Miene ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Ja, wahrscheinlich. Jesus, mehr Auswahlmöglichkeiten habe ich nicht. Glaubst du hast hier immer noch Murray vor dir? Du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, habe ich doch schon gesagt. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Das ist so. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll habe von deiner Visage. Fürs Erste. Tja, haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich habe nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins, als ich den Brief gelesen habe, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. So nahe standen wir uns nun auch wieder nicht, wissen Sie. Sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet, mit dem sollten Sie vielleicht zuerst reden, in Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt da am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Haben wir was mit Sally gehabt? Alter. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte. Das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und einen Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Ob das ein Abschiedsbrief ist? Ich weiß es nicht. Okay, mit den Typen will ich gar nicht mehr reden. Hey, was wird das, wenn es fertig ist? Halt die Schnauze, das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Okay. Hey, was wird das, wenn es fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Hey,
Was wird das, wenn es fertig ist? Doch. Der geht mir auf die Eier. Kann ich da gehen? Ne, kann ich nicht. Gehen wir mal mit dem Kopf hier reden. Oh, schau mal. Der Mörder. Ach, der Mörder. Ich schwöre bei Tom Selleck's beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker, wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber toll. Wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Ach so. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Oder wir sind tatsächlich nicht sein bester Freund. Das kann natürlich wirklich so sein, ne? Hat Ned gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet. Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatic 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Und ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler. Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen. Wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Natürlich. Richtig eingesetzt kann es einen Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Oder Matt. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Pekingente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend Chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wär's mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch Chinesisch genug. Ich bestell sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Sergeant Kramer? Der hasst einfach nur jeden. Sieht allerdings so aus, als würde er dich besonders hassen. Keine Sorge, Kleiner. Niemand geht in den Knast, nur weil sein Freund sich umgebracht hat. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Tja. Was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal, ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar, ich, ja, wir sind genauso wahrscheinlich wie nicht Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Oh. Ja. Was denn? Ich glaube, wir sind nicht der beste Freund von... Ich glaube, die haben nichts Vernünftiges beizusteuern. Guck mal hier, das ist dieses von Half-Life, dieses Zeichen hier vorne, da. Was können wir denn jetzt noch machen? Also so rausgehen können wir nicht, oder? Hey, was wird... Ja, Schnauze. Okay, dem Spülkasten hier vorne. Oh, komm, geh doch mal dahin. Okay, da geht er gar nicht hin, aber lässt er sich anzeigen soweit, ne? Dann gucken wir Mikrowelle. Hey, was wird das, wenn es fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Okay. Nichts anfassen. Ja, hör auf zu jammern, du Lappen. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Nein, nicht könnte wirklich. Es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen guter Kopf, böser Kopf zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh es ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs. Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im vollen Mondlicht getanzt? Oh, Joker. Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Das ist so cool, das Spiel. Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray, bring diesen Verlierer nach Hause. Ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg.
Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Oh. Ich habe es ja versucht, aber Sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, okay. Was hab ich gerade gesagt? Yes, Sir. Achso. Okay. Ab nach Hause wieder. Dann können wir jetzt unseren Vermieter endlich bezahlen. Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und wenn Sergeant Kramer das sagt, dann sagt er das auch, ne? Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Okay, ihr lieben Kinderchen, das war's auf jeden Fall. Ja, schade, unser bester Freund ist tot. Wie gesagt, die Vermutung, dass das Matt gesagt hat, von wegen, sein bester Freund hat was mit seiner Freundin, dann sind wir vielleicht nicht sein bester Freund. Also uns meint er bestimmt nicht damit. Gut, Kinderchen, was dem, wie dem auch sei, wir werden es vielleicht rausfinden in der nächsten Folge, vielleicht. Ich gehe mal davon aus, wenn wir uns jetzt hinlegen, ist dieser Montag schon vorbei, der erste Montag, und es gibt, glaube ich, mehrere Montage. Also vorgestern, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.